Willkommen in meiner Küche. Jetzt werde ich für euch sardischen Fisch zubereiten. Eine etwas pikantere Art von Fischbällchen in Tomatensauce. Für die Fischbällchen mache ich zuerst die Tomatensauce. Ich gebe Knoblauch hinein, viele grüne Blätter, Koriander und Pfefferminze, frische Tomaten, aber auch Tomatensauce. Jetzt kommt das Öl. Ich arbeite mit Olivenöl. Auch gleich die Gewürze. Einen Teelöffel Kreuzkümmel, Koriander gemahlenen und ein bisschen Turmeric. Ich gebe jetzt auch den Knoblauch hinein. Und inzwischen werde ich die Tomate häuten. Kreuzweise die Tomate einschneiden, dann mit heißem Wasser übergießen, sodass sie sich dann leicht, dass sich die Haut leicht löst. In die Pfanne kommen die fein geschnittenen Tomaten, Tomatenstückchen, meine Gewürze kommen dazu, ein bisschen Chili, geräucherten Paprika und natürlich auch Salz und eine Prise Zucker. Das lassen wir jetzt ein ganz wenig so köcheln. So, zuerst der Fisch. Heute ist das Pangasiusfilet. Und das kommt gleich wieder in meine Hackmaschine hinein. Okay. Jetzt Koriander. Es kommen Matzebrösel hinein. Und natürlich Salz. Ich gebe sehr gerne auch noch weißen Pfeffer hinein. Und dann kommt noch Kreuzkümmel hinein. Noch ein Ei dazu. Also ich mische nochmal durch. Okay. Jetzt mache ich Fischbällchen. Gut umrühren, alles vermischen. Man kann den Fisch mit Zitronen dekorieren am Teller, aber ich gebe sehr gerne die Zitrone auch hinein in die Sauce, die dann wahnsinnig gut riecht und einen sehr, sehr angenehmen Geschmack bekommt. Unsere sardischen Fischbällchen sind fast fertig. Zum Abschluss reibe ich noch ein bisschen Zitronenschale drüber, um ein ganz besonderes zitroniges Aroma zu machen. So, und jetzt ist es fertig.